Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus. Das hier ist eine Art Abschiedsvideo. Das ist ein Video, um mal zu erklären, was hier auf dem Kanal eigentlich los ist, was hier nicht los ist, was hier los sein wird und was ihr tun könntet, um trotzdem von mir in Zukunft noch Content zu sehen. Fakt ist, das werden die meisten mitbekommen haben, wenn sie mal geschaut haben, wann das letzte Video kam. Hier passiert nicht mal viel. Das liegt an der ganzen Thematik, weil ich mittlerweile sowohl für Game Contrast als auch für den Kanal We Are Playing Inhalte produziere. Das ist zum einen auf dem Kanal We Are Playing ganz viel Destiny-Content, den ich eigentlich mal hier ausgelagert hatte, aber zwischendurch habe ich eben mitbekommen, dass der Kanal, der alte Kanal, was ja früher Destiny TV war oder der Kanal der Destiny Infobase, wo ich jetzt auch wieder als Redakteur bin, dass der brach liegt und das tat mir ein bisschen leid, deswegen habe ich irgendwann gesagt, pass auf, ich komme zurück. Der Kanal heißt jetzt We Are Playing, der ist eigenständig von der Destiny Infobase, aber wie gesagt, ich bin bei der Infobase als Redakteur und bei We Are Playing als Videoredakteur sozusagen und dachte ich mir, komm, dann gehst du wieder an Bord und produzierst dort die Destiny-Inhalte. Deswegen fallen die hier logischerweise weg, weil ich mache nicht für zwei Kanäle Destiny-Inhalte. Das war der Grund, warum viele hier nochmal auf den Kanal gekommen sind, freundlicherweise, die damals vom Destiny Infobase-Kanal hierher gewechselt sind, weil sie mich hören wollten. Deswegen, sag mal, kurz und knapp, red mal gar nicht drum rum. Wer weiter Destiny-Inhalte von mir sehen will, der kann gerne den Kanal We Are Playing, den ich jetzt in der Infokarte verlinke, aber auch unten nochmal in der Beschreibung und in den angepinnten Kommentar. Dort, Kanal We Are Playing, Destiny-Inhalte, noch und nöcher. Am Dienstag gibt es einen Stream von mir und Anima zur neuen Erweiterung Witch Queen. Da werden wir ja ein bisschen was sehen wahrscheinlich von Bungie. Da kommt ja ein Event am Dienstag um 18 Uhr. Das werden wir zusammen streamen. Wer da dabei sein möchte, bitte, bitte, bitte wechselt auf diesen Kanal. Die Reviews, die gibt es nunmehr auf Game Contrast. Auch hier findet ihr den Link in der Beschreibung und in den angepinnten Kommentar. Dort habe ich jetzt zum Beispiel Orcsmas 3 getestet. Gerade dieser Kanal, der braucht Abonnenten. Da würde ich mich super freuen, denn wer meine Reviews hier kennt, gleiche Qualität. Es ist wirklich das Gleiche. Ich versuche sogar noch ein bisschen anzuheben. Das heißt, ihr bekommt den gleichen Content eigentlich, den ihr von mir gewohnt seid. Und hier kommt tatsächlich in nächster Zeit nichts. Gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Kanal hier jemals noch irgendwas anfange. Der war irgendwann mal, um mich eigenständig irgendwie auf die Füße zu stellen, um zu sagen, ey, ich will nicht unbedingt von anderen Kanälen abhängig sein, sondern ich will auch mein eigenes Ding haben mit einer relativ großen Reichweite, um da einfach safe zu bleiben, falls ich irgendwo mal nicht bin. Mittlerweile sehe ich das alles ein bisschen anders. Ich bin bei beiden Kanälen, sowohl bei Game Contrast als auch bei We Are Playing, fester Bestandteil, was sich auch, glaube ich, in nächster Zeit nicht ändern wird. Deswegen brauche ich hier gar kein eigenes Standbein. Man kann mir natürlich trotzdem, auch hier der Link in der Beschreibung, gerne auf Twitter folgen, wenn man das machen möchte, um mich privat auch vielleicht so ein bisschen zu verfolgen und über meine Projekte auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Deswegen bleibt der Kanal hier auch bestehen für alle alten Sachen und wer weiß, vielleicht packe ich irgendwann mal noch ein Projekt aus, wo ich sage, jawohl, das passt jetzt eher auf meinen eigenen Kanal, aber Reviews, andere Kolumnenformate rund ums Thema allgemein Gaming, das findet ihr von mir auf Game Contrast. Da arbeite ich mit dem lieben Garrett zusammen. Ja, den mache ich zu zweit, machen wir den Kanal. Dort bin ich nur sozusagen der zweite Mann. Und alles Destiny-mäßige, das in Zukunft wieder bei We Are Playing. Und dann habe ich hier einfach mal für klare Verhältnisse gesorgt, damit diejenigen, die vielleicht noch was sehen möchten, das auch tun können. Unverändert bleibt aber tatsächlich mein Twitch-Kanal. Also auf Twitch ganz normal Krangus. Dort bin ich vertreten und wenn ich streame auf Twitch, dann werde ich auch immer unter diesem Namen streamen, weil das ist mein Internet-Pseudonym und da kann man das, glaube ich, einfacher finden. Ansonsten war es das von dieser Seite. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Könnt uns auch gerne weiter in den Kommentaren unten austauschen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas offen ist. Und ansonsten bedanke ich mich für die Zeit, für euer Verständnis hoffentlich. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns
auf einen der beiden Kanäle in Zukunft wieder. Bis dahin, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Krangus.